ein Dude. Wie, war das ein jüngerer Mensch? Ja, der war so 20 vielleicht. Ach, krass. Ja. Ein Jungspund. Spund? Nee, sagt man, nee, Spund. Ach, Spund. Jungspund. Sagt man Jungspund? Ich weiß nicht mal, was Spund oder Sprund heißt. Ein Jungsprung. Ein Jungsprung. Weiß ich nicht, Digga. Ja, das sind so diese, weiß nicht, mittelalterliche Wörter. Ja, ja, die jungen Leute. Ja, Jungspund. Ja, ja, Jungspund. Ich glaube Jungspund. Birnen sind geil. Ja, aber überleg mal, das Verhältnis zwischen wie oft Leute Äpfel essen und wie oft Leute Birnen essen ist riesig, aber das Verhältnis, wie geil Äpfel und Birnen sind, ist gar nicht so groß. Die sind beide relativ gleich geil eigentlich. Ja, das stimmt. Guck, das ist doch, also Birnen werden falsch behandelt. Voll. Könnte schon fast sagen. Diskriminiert. Dialekte raten mit Ju und Riso. Geh auch mal jetzt in die Schule. Da ist diese eine Frau, Sekretärin, sonst was, die immer am PC sitzt. Und dann guckst du sie an, guckst ein bisschen tiefer und denkst, Födli. Ich guck bei der Sekretärin ein bisschen tiefer. Ja, aber sie sieht dich nicht. Sie sieht mich nicht, sonst könnte ich ihren Födli nicht sehen. Das heißt, wenn ich ihren Födli sehe, dann sieht sie mich nicht. Nein. Hä, bin ich geschrumpft und bin irgendwie... Nein, du bist normal. Ja, ich dachte, vielleicht bin ich irgendwie so unter ihrer linken Brust und dann sieht sie mich ja nicht. Also, in meinen Träumen vielleicht. Ich stand teilweise 5 in unterschiedlichen Fächern. Oh. Also auch in unterschiedlichen. In meinen Latein, meinen Mathe. Ach krass, du hattest auch Latein. Ja, und meine Lehrerin war eine Hexe. Alle meine Lehrer waren im Kern Menschen. Aber meine eine Lateinlehrerin war eine Hexe. Stell dir vor, die hört zu. Nee, das kann sie auch wissen. Wenn die gerade zuhört, dann hat sie gerade so einen schwarzen großen Kessel vor sich und sie tanzt da um den Kessel rum, weil sie irgendwelche kleinen Kinder da gerade isst. Ja, und jetzt tut sie auch noch in ihren großen Topf so ein paar blaue Härchen rein. Ja, sehen wir mal wieder. Scheiße. Ja, voll der Liebe so, ne? Aber in meiner Familie bin ich schon, ja, ich bin schon so Gangster. Du bist schon so Gangster. Ja, alleine, weil ich Tattoos habe. Stimmt. Ja, ja. Lest dir mal von einer Hebammenstation die Namens-Best-of-Liste vor. Wir haben Brain. Boah, Alter, was für einen Druck du haben musst in der Schule allein schon. Der Lehrer fragt so, wer weiß es? Alle gucken dich an. Ja. Na, Brain. Jetzt kommt ein Zwillingsduo, das heißt Great und Crater. Stell dir mal vor, wie deprimierend das sein muss, wenn du Great nur bist und dein Bruder ist einfach Greater. Hallo Julian und Rezo. Alicia und Pia wollen euch für euren Podcast ein paar Fakten zu Orten gesagt haben. Von wem ist die denn? Die ist von Alicia. Die kommt aus Amerika eigentlich. Ja. Also einen leichten Akzent. Genau. Sie haben immer einen Lieblingsstock, den sie als Werkzeug nutzen und manchmal damit hin und her jonglieren. Hey, jetzt ist der Akzent irgendwie weg. Was ist da passiert? Achso, ich habe den Übersetzungstool angeschaltet. Kannst du bitte den Akzent beibehalten? Okay. Sie haben einen Lieblingsstock, den sie als Werkzeug nutzen und manchmal damit hin und her jonglieren. Das ist süß. Ja, voll süß. Die Otter das machen. Die schlafen und halten dabei Händchen, damit die nicht voneinander wegschwimmen. Und sie müssen ganz viel essen. Manchmal klauen erwachsene Otter Kinder von Müttern und halten sie als Geisel. Was? Halten sie als Geisel, um Essen zu bekommen? Tauchen sie sogar unter Wasser, bis die Mutter ihre Kinder wieder mit Futter freikauft. Junge, wie düster das geworden ist gerade. Das ist schon hart. Könnt ihr im Podcast mal ein kleines Knigge zur Massage machen? Wie oft kann ich sagen, dass sie ein bisschen fester drücken dürfen? Wenn du diese Frage so repetitiv stellst, dann fühlt sich so ein bisschen sexuell an auf einmal. Weiß ich nicht. Nee, wenn ich jetzt da liege und dann sage, könnt ihr ein bisschen stärker machen? Die sagt, ja, so. Und noch ein bisschen stärker und die sagt so, ja, okay. Könnt ihr noch ein bisschen stärker machen? So, dann ist das doch sexuell. Nein, das ist doch nicht was Sexuelles. Das ist einfach, du willst gut durchgehen. Ja, und hier noch. Ja, hör mal. Hör mal. Oder du sagst so, legen Sie sich mal hin. Ich zeig mal. Hey, das finde ich ganz gut.